Hi Leute, ich bin's Albert von WindowsArea.de und in diesem Video möchte ich euch die 5 wichtigsten Android-Apps von Microsoft vorstellen. Microsoft-Apps unter Android sind mittlerweile eine echt gute Alternative geworden zu den Google-Diensten, weil sie bei manchen Dingen sogar besser sind und auf der anderen Seite hinsichtlich der Privatsphäre etwas weniger bedenklich sind. Microsoft sammelt eure Daten im Gegensatz zu Google nämlich nicht für Werbung. Bei Microsoft seid ihr Kunde und nicht die Ware. Mit Diensten wie Office 365 oder Xbox Live verdient Microsoft sein Geld und eben nicht mit Werbung, welche auf euren Daten basiert. In den letzten Jahren bemüht sich Microsoft auch echt darum, als Datenschutzvorbild wahrgenommen zu werden und hat in Windows 10 so umfangreiche Datenschutzeinstellungen wie kein anderes System, verkauft Daten nicht weiter und streitet mit Geheimdiensten in den USA sogar vor Gericht, weil man sich eben weigerte, Nutzerdaten an sie weiterzugeben. Privatsphäre, die Qualität, aber auch die enge Verknüpfung zwischen Smartphone und Windows 10 sind die wichtigsten Argumente für die Verwendung von Microsoft-Apps unter Android. Heute wollen wir euch die besten Apps im Video vorstellen. Der Microsoft Launcher entstand ja schon vor ein paar Jahren als Nebenprojekt von einigen, wahrscheinlich ziemlich gelangweilten Microsoft-Mitarbeitern. Erst 2017 hat Microsoft den alternativen Startbildschirm zu einem offiziellen Produkt des Unternehmens erhoben. Und ja, damit hatte Microsoft seinen ganz eigenen Launcher für Android. Wenn ihr noch nie was davon gehört habt, ist das ehrlich gesagt eher verwunderlich. Die App wurde schon über 10 Millionen Mal aus dem Play Store geladen und wurde 2017 zu einer der 25 besten Apps des Jahres gewählt. Sie ist allgemein als eine der besten Launcher-Apps für Android bekannt. Sogar echt viele Android-Magazine sind dieser Meinung und die müssen es ja wissen. Lifetiles und Windows Phone Design waren gestern. Der Microsoft Launcher besticht durch ein sehr schlichtes, aber außerordentlich frei konfigurierbares Design. Trotz der guten Effizienz und der tollen Geschwindigkeit, selbst auf günstigerer Hardware, bietet die Anwendung alle Konfigurationsmöglichkeiten, die ihr braucht. Ihr könnt das Design der Karten sowie die verwendete Akzentfarbe anpassen. Am Startbildschirm könnt ihr die Symbolgrößen sowie die Anzahl der Spalten und Zeilen frei nach euren Wünschen und Bedürfnissen anpassen. Auch die Größe der Icons könnt ihr wählen und sogar Icon Packs aus dem Store nutzen. Aber das ist längst nicht alles. Ihr könnt auch die Symbolgröße sowie Zeilen und Spalten des App-Menüs anpassen, indem ihr in den Einstellungen unter Personalisierung zu AppDrawer navigiert. Hier könnt ihr auch das Layout der alle Apps-Liste ändern, wie es euch eben passt. Ich selbst bin ein Fan von dieser alphabetischen Liste, weil es mir echt dabei hilft, meine Apps auf die Schnelle zu finden. Neben der guten Personalisierung, wo ihr übrigens noch ganz viele weitere Optionen finden werdet, ist der Microsoft Launcher das wichtigste Tool für eine nahtlose Verbindung zwischen eurem Smartphone und eurem PC. Wir stehen nämlich nach links auf den Startbildschirm, findet ihr den Feed. Hier habt ihr die Übersicht mit euren To-Dos, Kalendereinträgen, euren Notizen von den Sticky Notes am Desktop und eure Bildschirmzeit, wo ihr sehen könnt, wie lange am Tag ihr euer Smartphone verwendet. Außerdem habt ihr im Feed auch die Windows 10 Timeline, wo eure letzten Aktivitäten vom PC angezeigt werden. Habt ihr also am PC gerade einen super interessanten WindowsArea.de Artikel gelesen und musst zum Bus, findet ihr diesen schon Sekunden später direkt hier in der Zeitachse. Außerdem habt ihr einen News-Tab, wo ihr die aktuellsten Neuigkeiten des Tages lesen könnt. Aus dem Grund ist der Microsoft Launcher eine echt gute Option, ob man nun Microsoft-Dienste verwendet oder nicht. Er ist einfach allgemein ein wirklich guter Launcher mit einer schnellen Performance, guten Personalisierung und tollen Features. Die zweite Microsoft-App, die erstmal gar nicht so richtig nach Microsoft aussieht, ist SwiftKey. Es handelt sich hierbei um eine der ältesten, aber immer noch besten alternativen Tastaturen für Android. Und seit die App zu Microsoft gehört, hat sich die Qualität derselben auch ordentlich verbessert. Vor allem die Autokorrektur sowie die Vorschläge von SwiftKey haben enorm von der Zusammenarbeit mit Microsofts Produktteams profitiert. Heute ist SwiftKey deshalb wohl die beste Tastatur-App, die ihr auf eurem Android-Smartphone installieren könnt. Allein schon bei der Eingabe ist die App mittlerweile allen anderen Tastaturen überlegen, besonders den mitgelieferten Tastaturen von Samsung und Google. Ich glaube, im Vergleich zu SwiftKey kann man die Samsung-Tastatur echt schon als Folter bezeichnen. Ehrlich, wenn ihr die noch nutzt, installiert einfach mal SwiftKey. Es wird euer Leben verändern. SwiftKey hat einmal echt viele Anpassungsoptionen mit Themes, angepasstem Feedback und einer sehr variablen Autokorrektur. Aber das könnt ihr ja gerne alles selbst erkunden. Ich möchte da lieber über eine andere Sache sprechen, und zwar dieses kleine Plus-Icon links neben den Vorschlägen. Das ist natürlich ebenfalls frei einstellbar und hier könnt ihr euch verschiedene Optionen anzeigen lassen. Dazu gehören die Einstellungen, Layouts, eine Mehrfach-Zwischenablage, euer Kalender, die Bing-Suche sowie auch ein Übersetzer. In den Einstellungen könnt ihr zum Beispiel die Autokorrektur schnell mal für einen Chat ausschalten, wenn ihr zum Beispiel in einen Dialekt wechselt oder die Sprachen mischt. Hier gibt es auch andere Optionen wie aktivierbare Emoji-Vorhersagen, die Zahlenreihe, einen Incognito-Modus und vieles mehr. Außerdem könnt ihr über diese Extraleiste auch schnell auf euren Kalender zugreifen, habt eine Zwischenablage mit mehreren Einträgen, was super praktisch ist, und sogar einen Übersetzer. Der Übersetzer funktioniert durchaus gut und lässt euch in einer Sprache tippen und gibt es dann in einer anderen Sprache aus. Das kann manchmal echt praktisch sein.
SwiftKey ist also nicht nur eine gute Tastatur mit hervorragendem Tippgefühl. Ich bin ehrlich schon sehr verwöhnt von der Windows Phone Tastatur und kann mit SwiftKey unter Android vergleichsweise gut tippen. Daneben kann diese Tastatur aber auch noch frei konfiguriert werden, bietet viele Designs und einige echt praktische Features. Und trotz allem fühlt sie sich immer noch schnell an, scheint das System nicht groß zu belasten und lief auch auf meinem Midrange Nokia 7 Plus ziemlich flott. Ich weiß, gegen Microsoft Edge gibt es unterschiedliche Vorurteile. Besonders unter Android ist der Browser allerdings echt gut. Das liegt daran, dass der Browser technisch auf Chrome basiert und am Desktop wird er das auch schon bald tun. Ja, das ist mein Ernst. Microsoft Edge bekommt unter Windows 10 dieselbe Engine wie Chrome. Das Interface von Microsoft Edge unter Android ist aber auf jeden Fall sehr schlicht, bietet ein schönes dunkles Design und simple Einstellungen. Die Besonderheit hier sind aber zwei Features. Einmal gibt es in den Einstellungen unter Inhaltsblocker auch einen Adblocker, was zum Beispiel Google Chrome nicht hat. Ihr könnt hier Adblock Plus aktivieren und auch die zulässige Werbung einfach raushauen. Somit seht ihr mit Microsoft Edge keine Werbung im Internet. Eure Lieblingsseiten wie WindowsArea.de könnt ihr auch optional zu einer Whitelist hinzufügen. Das zweite Feature findet ihr in der unteren Leiste direkt in der Mitte des Browsers. Hier könnt ihr eine Webseite, die ihr am Smartphone geöffnet habt, direkt auf euren PC aufmachen. Einfach drauf tippen und die Seite öffnet sich im Browser auf eurem PC. Wenn ihr gerade einen interessanten Artikel lest und diesen lieber am Tablet weiterlesen möchtet, dann ist das ein echt praktisches Feature. Zugegeben, Microsoft Edge ist nicht die beste Android-App von Microsoft. Aber der Adblocker und die Synchronisation mit dem Desktop machen den Browser zu einer interessanten Alternative zu Chrome. Besonders angesichts der Tatsache, dass die Seitendarstellung ja nicht mehr anders oder schlechter ist. Microsoft To Do ist als Nachfolger von Wunderlist gestartet, nachdem Microsoft das deutsche Unternehmen hinter der beliebten App übernommen hatte. Danach holten die Redmonder noch eine Reihe von Talenten ins Team, um eine moderne To-Do-Listen-App mit stabiler Synchronisierung, einer einfachen Bedienung und mit den wichtigsten Features auf die Beine zu stellen. Ich denke, Microsoft hat mit der Einstellung von Wunderlist und mit dem eigenen Neustart mit To Do ein ähnliches Schicksal wie bei Skype vermeiden wollen. Obwohl Microsoft To Do eine vergleichsweise neue App ist, bietet sie einige echt gute Features. Ich gebe aber zu, man muss sich erstmal ein wenig an die Funktionsweise von Microsoft To Do gewöhnen. Vor allem an dieses Mein-Tag-Feature. Microsoft To Do erlaubt euch nämlich nicht nur eine Reihe von verschiedenen Aufgabenlisten zu erstellen, sowie diese mit Freunden oder Arbeitskollegen zu teilen, sondern ihr habt auch eine eigene Mein-Tag-Liste. Dort findet ihr eben jene To-Dos, die ihr an diesem Tag erledigen solltet. Nicht jeder verwendet Aufgabenlisten auf diese Weise, sondern auch ich habe zuvor To-Do-Apps eher wie Einkaufslisten verwendet. Ich schreibe mir Dinge auf, um sie nicht zu vergessen und erledige sie, wenn ich einfach Zeit habe. Microsoft To-Do zwingt einen ein bisschen mehr, sich mit den eigenen Aufgaben auseinanderzusetzen, alte Aufgaben mal durchzugehen und sich mal auch eine Deadline zu setzen. Und die App sagt immer mal wieder, warum nicht heute? Dazu kommt noch, dass es Microsoft To Do als App für Windows 10 und iOS gibt, im Web sowie auch per Integration in den Microsoft Launcher für Android. Ehrlich gesagt ist Microsoft To Do auf den ersten Blick ein bisschen viel für eine einfache Tasks-App. Aber mit der Zeit kann man die Features schnell und effizient nutzen. Ja, man muss sich als Nutzer ein bisschen an die Arbeitsweise der App anpassen. Und zugegeben, am Anfang empfand ich das auch als Zeitverschwendung, eine To-Do-App aktiv zu benutzen. Die soll mir ja keine Zeit wegnehmen, indem ich sie verwende. Aber durch diese wirklich einfache Bedienung, das schlichte Interface, die übersichtliche Organisation meiner Aufgaben und durch eben dieses Mein-Tag-Feature bin ich tatsächlich deutlich produktiver geworden. Und im Endeffekt ist es doch genau das, was wir erreichen wollen. Mehr Produktivität. Und jetzt kommt eine Sache, die wahrscheinlich ziemlich logisch sein sollte, aber dennoch im Video nicht fehlen darf eigentlich. Microsoft Office. Die Office-Apps stehen unter Android nämlich kostenlos zum Download bereit und können auch ganz ohne Office 365-Abo verwendet werden. Ihr könnt also auf eurem Android-Smartphone kostenlos das echte Microsoft Office verwenden und Dokumente bearbeiten. Der Vorteil gegenüber anderen Office-Apps auf Android dürfte klar sein. Ihr habt die volle Kompatibilität zu Microsoft Office-Dokumenten und könnt diese am Smartphone ohne Darstellungsfehler anzeigen. Warum sollte man also was anderes verwenden, wenn man die meistgenutzte Bürosoftware der Welt kostenlos zur Verfügung hat? Zu den klassischen Office-Apps von Microsoft zählen Word, PowerPoint und Excel, die ihr auf Geräten bis 10 Zoll kostenfrei verwenden könnt. OneNote ist ganz generell kostenfrei verfügbar und eine echt tolle und umfangreiche App, wenn es um das Festhalten von Notizen geht. Ich habe OneNote an der Uni für fast alle meine Notizen am Windows-Tablet genutzt. Vielleicht habe ich ja deshalb mein Studium nie beendet. Naja, Spaß beiseite. Und dann gibt es auch noch Outlook, das ja streng genommen auch noch zu Office zählt. Microsofts Outlook-App für Android zählt zu den besten E-Mail-Apps.
Sie ist einfach zu bedienen und bietet dennoch einen guten Feature-Umfang. Ich muss zugeben, dass ich noch das eine oder andere Problem mit Outlook habe. Vor allem dann, wenn man mehrere E-Mails mit dem gleichen Betreff bekommt. Dann öffnet Outlook den Mailstrang nämlich gefühlt irgendwo. Aber ich will gar nicht anfangen von anderen E-Mail-Apps. Ich denke, es hat schon seinen Grund, dass Outlook für Android von einigen Magazinen sogar als beste E-Mail-App für Gmail bezeichnet wurde und auch das erste Ergebnis im Play Store ist, wenn man nach E-Mail sucht. Das waren auch schon die 5 besten Microsoft-Apps für euer Android-Smartphone, die eine Installation auf jeden Fall wert sind. Microsoft hat sich in den letzten Jahren echt sehr um die Android-Plattform bemüht, mit neuen Apps und eigenen Übernahmen. Ich finde aber, dass man seit Skype einiges besser gemacht hat. Während es ja mit Skype unter der Führung von Microsoft einfach nur noch bergab ging, hat man die anderen Apps tatsächlich nur besser gemacht. Die Redmonders sind sehr vorsichtig damit geworden, bei anderen Unternehmen große Umbauten durchzuführen und haben zum Beispiel SwiftKey im Grunde komplett seine Autonomie gelassen. Für mich sind die Microsoft-Apps unter Android eine willkommene Alternative zu den Google-Diensten. Google ist bekannt dafür, die Privatsphäre von Nutzern nicht zu beachten und auch so viele Daten wie möglich über sie sammeln zu wollen. Mir ist es allerdings lieber, ich zahle etwas für einen Dienst, als dass meine Daten verkauft werden. So, und das war's auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde mich natürlich sehr über ein Abo und einen Daumen hoch auf dieses Video freuen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.